Die FZZ-Frauen holen sich nach dem Cupsieg auch den Meistertitel zum 23. Mal in der Vereinsgeschichte. Sie machen damit den totalen Zürcher Triumph im Schweizer Fußball perfekt. Aber was war das für eine attraktive Playoff-Finalpremiere, wo zunächst Servet den besseren Start erwischt. Da ist Schneider und die Führung mit dem ersten echten Angriff in der 18. Minute. Die Torschützin wird aber in der zweiten Hälfte zur tragischen Heldin, muss mit der zweiten gelben Karte in der 61. Minute vom Platz. Mit einer Frau mehr haben die Zürcherinnen mehr vom Spiel und dann Padilla mit dem Zupfer gegen Andrade. Das ist ein Elfmeter, bitter, aber korrekt. Martina Moser mit all ihrer Routine macht den rein. Im letzten Spiel ihrer Karriere schießt sie ihr Team in die Verlängerung. Und da gibt's dann so ziemlich alles zu sehen, was der Fußball zu bieten hat. Erst bringt Alissa Lagonia Servet wieder in Führung. Dann ziehen die Zürcherinnen mit Fabienne Humm nach. Weiter geht's ins Penaltyschießen. Wieder tritt Martina Moser an und könnte die Partie entscheiden. Diesmal scheitert sie. Aber weil Servet dann ebenfalls patzt, nutzt Marie-Theresa Höbinger mit dem insgesamt 12. Penalty die nächste Chance. Sie schießt die FCZ-Frauen zum Schweizer Meistertitel. Im Spiel mache ich den Penalty. Im Penalty schießen den entscheidenden Penalty verschossen. Wieso? Also so peinlich. Und es regt mich richtig auf, dass eigentlich mein letzter Penalty nicht rein ist. Aber nachher haben wir es gleich klar machen. Und jetzt ist einfach nur Freude. Und dass ich mit dem Double aufhören kann, ist dann doch noch recht kitschig. Neben Moser beenden auch Rihanna Fischer und Servet Sandy Mandley ihre Karriere im Wissen, noch einmal beste Werbung für den Schweizer Frauenfußball gemacht zu haben.